Folge der Pokémon Gaia Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns in der Käfer Arena, wo Vernon auf uns wartet. Der Käfer Arenaleiter, der jetzt einen Bibornit besitzt. Denn beim letzten Mal haben wir beim Käferfest mitgemacht und er hat uns ausgestochen. Er hat gewonnen und hat einen Bibornit bekommen. Dementsprechend können wir jetzt fix davon ausgehen, dass der Junge uns zerstören wird mit einem Mega-Bibor, was einfach nur insane ist. Kaboom! Are you ready? Aber wir haben ein ziemlich sickes, ziemlich starkes und ziemlich, ich würde mal sagen, solides Team. Oh no. Fortress hat die gerade Kaboom, are you ready gesagt? Ho. Okay. Ich packe jetzt schon mal das Pokémon mit der fettesten Defensive aus und das ist Gambi. Please don't explode on my face. Oh. Explosion in einer Nuzlocke. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Du Sackgesicht, Alter. Woo! Aber das Schöne ist, Wablu entwickelt sich zu Altaria. Und wir haben den Altaria-Nieten bekommen in der letzten oder vorletzten Folge, was absolut insane ist. Skibidibabribu! Dragon Breath. Okay. Dann lernen wir mal einen Drachen-Move. Maybe gegen Takedown. Weil wir auf Takedown jetzt kein Stat mehr haben. Ja, Dragon. Boom, you can pass. Vielleicht sollten wir dem Ding noch Roost lernen. Maybe sollten wir Muffin noch den Roost lernen. Einfach, ne? Nur so. By the way, ist es nicht unbedingt empfohlen, in dieser Arena zu Mega entwickeln. Insbesondere gegen den Arenaleiter. Denn Fee hat eine Giftschwäche. Und wenn er wirklich Mega Beedrill hat, dann GG. Dann wird es ekelhaft. So. Jetzt gönnen wir uns aber den Altaria-Nied auf Muffin, unser neues Mega-Pokémon. Let's flippin' go. Den XP-Share geben wir wiederum... Boah, gute Frage. Ich würde sagen, Seelox? Wir müssen wirklich mal ein paar... Schreibt mir mal ein paar Items. Ich weiß, das habt ihr ab und zu mal gemacht. Dann tut's einfach copy-pasten. Schreibt mir mal ein paar gute Items auf, weil wir haben... seit dem Choice Scarf nicht mehr wirklich was Nices bekommen. Ich hätte gerne irgendwie so Zauber, ne, hier so Nevermelt Eis, aber halt einfach für Wasser oder so, weil, ja, es ist ein bisschen wack. Wir haben keine Items für unsere Pokémon. So, Pipi Up benutzen wir, by the way, bei Gambi für Drain Punch. Einfach nur, weil Drain Punch insane gut ist. Die beste Attacke, die wir bisher haben, würde ich behaupten. Okay. Weiter im Text. Ich würde aber sagen, wir wechseln jetzt mal Chico aus zu Animanga. Animanga wird hier auch sehr gut werden, ne? Fluggift gegen Käfer wird sehr, sehr, sehr interesting. Arnorit. Wow. Und direkt das erste Steinmon. Nice. Stahlflügel, Batz. Sehr effektiv. Dürfte killen. Yes. Sehr gut, dass wir diese Coverage haben und zum Glück treffen wir. Denn diese ganzen Attacken treffen gerne mal nicht.
Holy. Holy bist du, Bulky. Nee. Du bist kein Durant. Du outspeedest definitiv nicht auch wahrscheinlich nach zwei von denen. Ne? Animanga ist das schnellste Pokémon in unserem Team. Sogar schneller als Blitzer, dementsprechend. So. I'm more than just a bug catcher. I'm a maniac. Gab's nicht irgendwie so einen Song? I'm a maniac, maniac. Oh, Bruder. Okay. Ja, du stirbst. Safe wegen Aerial Ace. Das ist vierfach. Gar keine Chance. Noch ein Wurmadamm. Oh. Okay, das ist das Bodenwurmadamm. Okay, aber auch das klatschen wir weg. Und jetzt kommt noch das Stahlwurmadamm, right? Yes. Warum auch immer das vom Typ Stahl ist. Es sieht halt null wie Stahl aus, aber ist okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Chico. Confusion. Das macht gar nichts. Hidden Power, nicht sehr effektiv, alles cool. Ba. Und den dritten Move hat sie gemisst. Okay. Jetzt die Frage. Wohin gehen wir? Wahrscheinlich hier. Oh, wir müssen sowieso... Wir müssen... Oh. Oh, I see. Okay. I won't be the trainer that lets you get to learn. Your challenge ends here. Ich will jetzt nicht pushen, ne? Aber fragen wir doch mal Shindy. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass meine Challenge hier endet. Oh. Oh shit, Scyther? Never mind. Scyther ist ziemlich stark. Boom. Big Shark. Aber nicht stark genug. So, Stufe 35. Acrobatic. Er lernt Acrobatic in diesem Spiel? Wer nicht weiß, was Acrobatic ist eine Attacke. Warte mal, lernt er das auch im normalen Spiel? What the f... Er muss die Attacke lernen, right? Die doppelt so stark ist, wenn man kein Item trägt. Das bedeutet, die macht dann 110 Stab. Das ist quasi ein Brave Bird in No Recoil. Nee, es darf die nicht geben, sonst würde niemand Brave Bird spielen. Right? Weiß nicht. Will ich aber Aerial Ace? Ja, doch. Hat 100 Genauigkeit, aber das trifft halt immer, selbst wenn die Gegner Komprimatoren so einen Scheiß einsetzen, aber... So. Ja. Acrobatics ist jetzt einfach doppelt so stark. Wie das, was wir vorhin hatten. Ne? Das vorhin war 60, das jetzt ist 110. Also, ne? Fast doppelt so stark. Oh my goodness, Bro. Ja. Goodbye. Damit one-shotten wir die ganze Arena. Animanga one-shottet die ganze fucking Arena. Uff, Bruder. Well, you won. Ja, jetzt hast du keine große Schnauze mehr, ne? So, dann tun wir doch mal noch Chico nach vorne, denn Chico ist der Letzte, der nicht auf 35 ist. Nebst unserem Muskelboy. Bug-Types are my specialty. I won't lose. Okay, mein Freund, was soll das hier? Ich gehe zu unserem Chico. Yeah. Perfekt. Perfekt. Gegner-Pokémon für uns. Ey, no joke. Ich glaube, das wird tatsächlich eine Arena, die wir... Halt die Fresse, Sefi. Halt einfach die Fresse. Danach kommt ein Mega-Shirox und zerstört dich. Käfer-Types sind...
werden gerne unterschätzt. Die stärksten Pokémon haben, ne? Käfer haben so viele starke Pokémon. So, Speed Boost wird er uns ausspeeden. Er wird uns ausspeeden, actually. Holy shit, das war ein Crit. Okay. Aber das wird halt reichen. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich alle Trainer besiegt, ne? That was a fun battle. I'll move out of your way. Yes. Let's go. Okay, meine Freunde, wir haben noch mehr als genug Zeit für den Arenaleiter. Aber, glaube ich, gehe noch schnell meine Pokémon heilen. Yes, ich bin gleich wieder da. Okay, meine Freunde, da sind wir. Ich bin ready to rumble. Ich fühle mich super. Wir haben ein volles Team von Level 4 35ern. Ne? Gambi ist noch auf 33, aber das ist okay. Chico, genauso wie Animanga, werden einen super Job machen. Foxy Bell wird wahrscheinlich gar nichts machen, denn jeder Käfer resistiert Pflanzen und Kampf. Dementsprechend wird Foxy Bell sehr schlecht werden hier. Seilox wird wahrscheinlich so lala werden. Und Gambi mal schauen. Gambi ist halt leider noch ein bisschen an der Level. Ich gehe einfach stark davon aus, dass sie ein Pokémon auf 36 haben wird. Muffin. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben die Stärke von Muffin noch nicht wirklich gesehen in diesem Spiel. Natural Cure. Okay, wir haben sexy. Wir haben halt sehr gute Spätzdef-Werte, ne? Alright. Darauf kriegen wir Step. Ja, ist okay. Angriff und Spezialangriff ist genau gleich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hätte so gerne Kehrtwende. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welchem Pokémon wir jetzt leaden sollen. Habe ich irgendwie... Ich habe keine Rocks, ich habe gar nichts, ne? Warte mal, ich hatte Rocks. Ich hatte Rocks auf Anto. Und Rocks sind, ehrlich gesagt, extrem gut in der Käferarena. Wird sich's lohnen, die Rocks rauszulegen? Wird es sich lohnen, die... Well, never mind. Ich kann sowieso keine Rocks legen. Shit. Oh, Rocks wären so gut gegen sowas wie Bibor, Sichlor und so weiter. Okay. Wir leaden mit Chico. Scheiß drauf. Why, hey there. Say, you're the new newcomer. That came third in the bug catching contest. It was mighty fun competing against you. I find talented Pokemon hunters tend to be equally great battlers. Why don't we put that theory to the test? Ich hätte dich geschlagen, wenn der Scheiß nicht geskriptet gewesen wäre. Gib zu! Gib zu, war alles geskriptet. Oh, der sieht ja süß aus, der Junge. Shuckle. Oh, Shuckle? Oh, Shuckle. Holt er das Klebenetz raus? Warte mal, ich gehe zu Gambi. Ich gehe zu Gambi. Geh zu Gambi. Geh zu Gambi. Di, di, bi, di, bi, di, bi, di. Shit. Defense Rose. Okay. Dann gehe ich aber für Bulgab. Bulgab. Hat der Toxin oder so ein Lachs? Withdraw. Okay, er boostet seine Death. Ich booste meinen Angriff. Er ist paralysiert, also tendenziell verliert er dieses Match. Oder dieses Match-up, besser gesagt. Bro, gehe ich jetzt mit Gambi hier durch, oder wie? Lässt er mich einfach aufsetzen? Ich kann nämlich Sheer Force Rockslides rausballern, ne? Die sind sehr effektiv auf Shuckle.
Ich meine, ich kann auch Drain punchen, aber so weit hat er mir noch gar keinen Damage gemacht. So, wie viele Bullcups haben wir schon drin? Wir haben 4 drin. Das heißt noch 2 und dann sind wir auf Max. Dann sind wir +6, +6. Alles außer einem Crit auf der physischen Seite kann uns nicht killen. Du rockslidest mich. Bitch, das hat literally 1 KP Damage gemacht. Ich gehe trotzdem für Drain Punch, einfach damit wir voll sind. Weil manchmal überlebt man mit einem KP oder so. Stealth Rocks. Er will das. Er hat das getan, was ich tun wollte. Gut. +6. Sehr effektiver Rock Slide. Sheer Force boosted. Jetzt bin ich gespannt, wer Gambi aufhalten will. Maske Regen. Okay, jetzt bin ich halt auf +5 anstelle von +6. Oh, das ist speziell. Aber nicht Stab. Ah, please don't flinch me. Ja, +5, bitch. Gerade hier. Zum Glück treffen wir auch den Steinhagel mit 95 Genauigkeit. Oh my goodness. Warte mal, B-Drill ist aber komplett physisch, right? Wir sind plus... Wir haben super viel Def. Will ich das riskieren, Digga? Wir haben gerade einen Luftschnitt überlebt. Okay, wir haben 77 Defense. Das ist der höchste Def-Stat im gesamten fucking Team. Ich bin +6 Def. Wenn der Dude mich nicht crittet, hat er absolut keine Chance, mich zu killen. Oh mein Gott, wirklich mega Beedrill. Please don't crit me. Und Level 36 war genau akkurat. Please. Harry Lace. Oh my goodness, oh my goodness, oh my... Ja, wir boxen ihn. Wir gehen einfach durch mit Gambi. Let's go. Oh shit. Harry Lace. Ey, das Ding hätte uns so krass ausbeedet. Holy Scissor, okay. Hier müssen wir... Ich kann Gambi hier nicht drin. Kann ich Drain punchen? Oh nein, Schlitzer. Oh, Schlitzer hat hohe Crit-Rate. +5 Drain Punch. Bro, Gambi, du bist der Geilste. Du bist der geilste Stahlträger, Junge. Oh, shit. Yo, Gambi mit seiner eisenharten Verteidigung und seinem fetten Bizeps, Junge. Gewinnen wir gegen Vernon mit Mega Beedrill und Xerox. Safe Technician Xerox. It looks like my theory was right. Take this, please. Honeycomb Badge. Yeah. Oh, geil, Digga. Gambi, let's go. Level 33, Level 7, Level 36er Arena geschlagen. Oh, please don't leave yet. I have a special surprise for you. Das ist was? U-Turn, let's go. It lets your Pokémon get out of battle in the nick of a time. Das ist genau das, was ich haben wollte. Jetzt ist die Frage... Wir haben U-Turn. Wir haben aber auch Poison Zahn, wir haben Roost und wir haben Acrobatics. Okay, scheiß auf Steel Wing. Die Coverage ist es mir nicht wert. Alter, mit Shuckle aufzusetzen, mit der Para und alles, das war einfach richtig smooth, ne? Mega Beedrill, ich will nur sagen... Oh, shit. Hey, Zephy. Looks like I beat you in this time. I got Vernon's badge before he closed his gym to enter the bug-catching contest. Anyway, looks like they're not letting people into Telmerk Swamp. Something about noxious gases. Lucky for you, I had the foresight to buy these. They're yours. Wir bekommen eine Gasmaske? With these gas masks, we'll be able to get through.
It's been a while since we have a battle. Maybe when we get to Tolmerk City, we can battle again. Okay, das muss ich mir merken. Puh. Ja, nur so, ne? Just saying. Salox hätte vielleicht eine Chance gehabt gegen Beedrill? Ne? So, I don't know, Animanga maybe auch. Aber alleine das Animanga hätte gegen Xerox kaum was gemacht. Foxy Bell wäre einfach gestorben, egal bei was. Es wäre outspeeded worden und geone-shotted worden. Muffin, je nachdem, ich hätte nicht mega entwickeln dürfen. Und ich glaube nicht, dass Muffin hier viel macht. Wir haben okay Death-Werte, ne? Aber ich glaube nicht, dass das Früchte getragen hätte. Also, Gambi hat uns gehardcarried. Dieser Arena-Leiterkampf wäre nicht so einfach geworden, hätte Gambi nicht auf plus 6 aufgesetzt und wäre durchgegangen. Der Luftschnitt getankt, ohne Flinch. Ey, wären wir geflincht worden von diesem Luftschnitt, Digga. Oh mein Gott, hätte das gesackt, Alter. Oh, das wäre so bad gewesen. Aber wir hatten tatsächlich einfach mal kein Pech. Das ist nice. So, jetzt müssen wir mal gucken. Super. Ich gehe weiter auf die nächste Route. Denn jetzt mit der Gasmaske sagt der Dude uns nichts mehr. Okay. Was ist hier? Hier ist ein alter Mann. Have you a Zangoose? Bring me one, and I shall bestow unto you my spirit tomb. You're a fool! Ja, Mann. Also, ich habe keinen Zangoose. Bro, warum musst du mich beleidigen, nur weil ich keinen Zangoose habe? So. Oh, du willst kämpfen? As a ranger, I always prepared for the unexpected. Ja, unexpected war es, dass ihr kämpfen wollt. Ranger Elijah, Pharisee, okay. Das ist nicht so geil, weil einfach alles von mir resistiert wird. Ich gehe mal zu Gambi. Gambi ist cool. Oh, ich hätte so gerne. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo man Gambi entwickeln kann. So. Die Iron Barbs verletzen uns. Das ist okay. Er hat noch einen Arbok mit Bedrohr. Ja, mit Bedrohr. Shit. Okay, Rosselox. Stockpile. Aha. Oh, shit. Okay. Der ist jetzt bulky as fuck. Oder auch nicht. Holy, what? Das war kein Crit? Ich dachte, Stockpile verstärkt die Defensivwerte. Okay. So, meine Freunde, hier ist wieder ein Encounter am Start. Und zwar wird das sein. Ein Shelmet. Hm, okay. Okay, was geht ab? Beep, booty. Megadrain. Ich glaube, eine Hidden Power Dragon Tank, der Junge, weil er hat gute Death-Werte und das wird, glaube ich, resistet. Nein, er hat noch keine. Er hat noch keinen Stahl-Typus. Ey, wir haben schon lange keine wilden Pokémon mehr gekrittet, ne? Okay. Dann schmeißen wir mal den Great Ball. Das Ding hat Gainer. Das ist ganz cool. Aber das entwickelt sich doch auch wieder nur durch Tausch. Das entwickelt sich auch wieder nur durch Tausch. Und sogar mit einem speziellen Item nur. Okay.
Ja gut, dann wollen wir mal gucken. Ist das Ding weiblich? Yes, weiblich. Okay, dann gucke ich mir mal an, ob ich noch ein Kanalmitglied finde. So, wir haben einen Namen und zwar Lucega, ein Mitglied seit 10 Monaten hier auf YouTube, aber auch auf Twitch sehr aktiv, wenn ich mich richtig entsinne. Vielen Dank an der Stelle. I can... Was? Du bist jetzt maybe schon das schnellste fucking Pokémon auf dem Planeten. There have been cases of people seeing strange things out here. They say it's noxious gases that cause people to hallucinate. I kinda want to see what that would feel like, you know? Ja, Bruder, dann kannst du doch einfach mal den einen oder anderen Pilz aufsammeln. Na, hier gibt's ja genug von denen. Und dann einfach mal, ne? Nimmst einen Biss und dann, Slurpy Derp. So, Gambi. My friend said that ever since I became a ranger, the power has gone to my head. Aha. Okay. Donphan. Ui. Ui. So. Ja, der hat absolut keine Chance. Wir haben so hohe Death-Werte und wir haben einen Recovery-Move, der absolut reinzimmert. So, was haben wir verloren? King's Rock, okay. Ja, wir haben noch nie geflincht. Noch nie in meinem Leben habe ich geflincht mit Gambi. Bro, das ist so böse. Das ist so böse, Mann. Ey, der Drain Punch ist so bad. Ups. Und goodbye. Du hast gar nichts gemacht. Swallow. Let's do this. Ich habe keine Angst vor dir. Oh my goodness. Yo, wenn ich Mark Punch lerne, ne? Wenn ich Mark Punch lerne, dann wird dieses Ding unaufhaltbar sein. Ich sag's euch. So. Okay, hier ist überall Wasser. Das ist weird. The deep roots of the swamp trees connect us all. Okay, Grandma. Cool Story. Eine Seerose und da ist ein Item. Oh, Felino. Das wäre natürlich auch ziemlich sick gewesen, ne? Aber wir haben schon Bodenwassermon. So. Also es ist eigentlich egal, ob ihr Felino kriegt oder ob ihr Morlord kriegt oder Gastrodon. Beide Pokémon machen einfach einen insane Job. Und Lucky Egg. Sehr gut. Für mehr EP. Amazing. Ist das hier alles? Ja, hier ist dann wieder das Klettern angesagt. Wir haben keinen... Wir haben keine Kraxler gekriegt, ne? Ey, wenn die Kraxler zu einer Kampfattacke wieder gemacht haben in diesem Spiel, dann GG. So, Chico schläft leider die ganze Zeit. Ist halt ein bisschen doof, aber ich habe jetzt keine Lust, zurückzugehen und zu healen. Red Shards, okay. Most trainers would avoid the swamp because of its smell. What makes you different? Ich hab Corona gehabt, Digga. Ich riech nichts mehr. RIP, RIP an alle, die nichts mehr riechen wegen Corona, Digga. So. Isilgur. Isilgur. Bro, du bist doch schon das mit Abstand schnellste Pokémon. Warum musst du noch schneller sein? Warum musst du noch schneller sein?
Und auch da ist wieder ein Item. Ey, also die Routen haben sie krass gemacht in diesem Hack, ne? Muss man einfach sagen. Man will einfach alles erkunden und es gibt so viele Wege und ja, die Map ist echt interessant, ne? Ist echt vielseitig. So. Felino, es tut mir leid, aber ich muss weiter. Ain't nobody got time for that. Okay, hier oben ist nichts mehr. Cool. Da unten war vorhin auch noch ein Trainer. Ich hasse es, wenn ich Items und so verpasse, ne? Leveny? Oh. Cool. Erstmal verfehlen. So, Salox ist auf 36. Vielleicht sollten wir mal den EP-Teiler wegmachen. Vielleicht sollten wir von Salox mal den EP-Teiler wegmachen, Guys. So. Let's go, Gambi, du geile Sau. Okay, Elixier. Ultrigaria. Ah ja. Can't escape? Ist das dein Ernst? Was sagen, Alter? So, das Gute ist auch, dass man mit Drain Punch sich unterwegs immer wieder hochballern kann, ne? Aber ich würde gerne jetzt noch gucken, was hier unten war. Oh, einfach nur ein Item. Okay, cool. Okay, kann ich den Drain punchen? Ich kann den Drain punchen. Um mich ein bisschen heilen. Digga, wieder 4 Artika, ne? Dieses Ding ist so crazy. Broken Tool? Oh, das ist für diesen Dude, ne? Ja. Das gehört zu dem Dude. Oh, der schenkt uns das sicher. Das ist der Battlefinder. Der Kampffinder. Okay. Bro, warum kann ich nicht fliehen? Das ist halt wirklich der Init-Wert, ne? Collecting mushrooms is my favorite. Shit. So, meine Freunde. Aber das war's für heute wieder. Lasst mir doch gerne einen Daumen da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei der Pokémon Gaia Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns. Haut rein und bis dann. Euer Sevi.